Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 4 wie Last Revelation, der siebte Part. Und das letzte Mal haben wir hier oben so einen witzigen kleinen Hebel betätigt, der uns eine Tür geöffnet hat. Ob jetzt die Zombie-Tür da offen ist oder nicht, habe ich nachgeschaut, also sie ist noch nicht offen. Und das gibt der Mitch. Nee, doch nicht. So. Kann ich eigentlich da durchlaufen? Ja. Ich habe übrigens jetzt endlich Legend fertig. Es kommt mir ein bisschen vor wie eine Befreiung. Aber ich lasse hier zum Beispiel lieber spielen als Legend. Ah, okay. Und da sind wir an der Stelle angekommen, wo sich der Raum dreht. Genau so. Ja. Ist okay. Danke. So. Und das hier ist jetzt ein anderer Hebel. Ja, das ist ein anderer Hebel. Ich weiß gar nicht, was der bewirkt, aber wir drücken ihn einfach mal. Warum sollte man den auch nicht drücken? So, jetzt noch ein bisschen mehr Vorsicht, mal gucken, was hier jetzt so ist. Also jetzt ist da diese Flacke an der Seite. Also nicht an der Seite, ich meine auf dem Fußboden. Kann man sich schon verbrennen. So, was zur Hölle ist da unser Sternchen? Aua! Ich will diesen Level dann aber nicht noch ein Medipack nehmen. Weil das ist doch eh fast zu Ende. Liegt da noch was? Ich traue mich nicht, da runter zu gehen. Ich hatte das Gefühl, dass da was passiert. Da liegt nichts mehr, oder? Aber mir war es, als ob da immer ein Medipack lag noch. Ach, da halt nicht. Oh nein, wo bin ich denn jetzt? Ich weiß, dass das ganz schön nervt, aber lieber ist mir das, als dass dann irgendwie ich sterbe und alles nochmal spielen darf. Und so. Oh, was ist jetzt passiert? Da ist gerade eine Tür zugegangen, glaube ich, einfach mal hinter mir. Wo bin ich denn jetzt? Irgendwo da. Toll. ich brauche jetzt gerade mal ein bisschen Orientierungssinn. Mal gucken, was hier Tolles rumliegt. Wow, hier ist nichts. Das ist schön. genau. Was ist denn das? Da ist nichts. Wenn ich da hingehe, und mich dorthin krieche. Oh Gott. Ich hasse es. Yay. Okay. Könnte sein, dass das der... Nee, was ist das hier? Wann kommt der Zombie-Raum? Nein. Siehst du, aus solchen Gründen sollte man speichern. Oh, ich hatte das Gefühl, dass das der Zombie-Raum ist. Wieso sage ich eigentlich Zombie, wenn es eine Mumie ist? Oh, ich möchte das aber nicht. Ich habe auf Festhalten gedrückt, Mädel. Oh, Mann. Ja, dann musst du dich jetzt wohl oder übel da festhalten. Oh, ich will nicht wissen. Ich will das nicht. Verdammte Scheiße. Ja, könnte die Cutscene jetzt aufhören, weil die Mumien leben? Ja, danke. Okay, wir wissen's. Hallo. Sag mal. Hallo.
Yay, das war ja voll billig. Ich hab seine Hand gesehen. Okay. Oh, dieses Geröchel, ey, das ist so zum Kotzen. Ja, ist gut. Ja, wir wissen, dass du die Scheiße anhörst. So, jetzt ist der Raum anscheinend wieder im normalen Zustand, ne? Ja. So, diesen Triumph muss ich natürlich speichern. So, jetzt kann ich diesen Kackstern da reintun. Und tap. Was passiert dann eigentlich nochmal? Ja, toll. Oh ja, es hat ein Seil heraufbeschworen. Dann springen wir jetzt richtig. Oh. Hä? Wieso? Oh. LOL. Ich war noch nicht mal oben. Ich war noch nicht mal oben. Oh, schön, dass ich gespeichert habe. Tja, ne? Leute. Da lernt man fürs Leben. Aber wie zur Hölle soll ich das denn machen? Wenn da oben so Noob-Zacken sind. Wie geht das? Ich kann nicht von hier springen, oder? Quatsch. Ach, Leute, 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 Leute. Also, falls das jetzt stimmt, dann kann das was werden. Das verspreche ich euch. Oder auch nicht. Oh, ja, ist gut. Ich will mich noch rumdrehen. Oh, ja. Hör auf zu schwingen. Bastardo. Nein, hör auf zu schwingen. Ich mein's ernst. Nein. Wie scheiße war das denn? Jetzt mach. So, wenn ich das jetzt drücke, dann habe ich keine Zeit mehr. Was zur Hölle? Das ist ja wohl assig. Wie ewig lange ich meine Waffe nicht ziehen kann. Ich hab dich auch gern. Ich hasse es, wenn ich nicht weiß, wann der kommt. Ich erschrecke mich jetzt bestimmt eh wieder. Jetzt komm! Du Drecksbalg! Boah, ey. Jetzt kommt noch einer. Ich sehe es aber schon. Oh, ist diese Kacke jetzt endlich mal fertig. Ich speichere jetzt nochmal, weil ich eh kurz vorm Verrecken bin und kein Medipack nehmen will. Warum ist da eigentlich so Pisssterne? Oder ja doch, diese Löcher an der Decke, wenn da keine Zacken rauskommen. Das möchte mir doch mal bitte jemand erklären. Ach, naja. La 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 la. Mary has a little lamb, oder wie auch immer das Lied. Nee. Das sollte sich. Wie behindert ist das denn? So. Ja, komm. Ich setze jetzt nochmal die Brezel ein, was sie als goldene Schlange getarnt hat. Ah, rein mit dir. Yay. Hep. Und. Nee. Hep. Jawohl. Ich möchte aber speichern. Weil ich ein Schisser bin. Und ich weiß, was jetzt passiert. Und ich sehr assig finde, was jetzt passiert. Hallo? Es passiert doch was, oder? Du wachst doch eigentlich auf. Also, wenn es jetzt buggy ist, ne? Ich habe nichts dagegen. Ja, okay. Ich hätte es nicht beschreien dürfen, richtig?
Bleib weg von mir. Nein, 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 nein. Ich lass mich nicht schauen. Vor allem... Oh. Lass mich raus. Lass mich raus, lass mich raus. Was ist das denn jetzt? Oh, die Musik. Oh, es ist göttlich. Oh, ist die Musik schön. So, es kommt gleich wieder eine geile Cutscene, die ihr nicht sehen werdet wahrscheinlich. Obwohl ich die Cutscene mag. So, ich erläutere gleich, was passiert ist. Diesen Kerl hier kennen wir, ne? So. Also in der letzten Cutscene ist ganz einfach geschehen. Wir haben ja von einem Sarg dieses Teil hier geklaut. Sie hat das vorgelesen. Da hat sich irgendwie der Himmel verdunkelt. Keine Ahnung, was da passiert ist. Jedenfalls kam dann dieser Kerl, der uns am Anfang da begleitet hatte, der dann vor lauter Schiss aber weggerannt ist. Und wollte sich das entnehmen. Aber dann kam ein Rums und da wurde weggeschleudert und... Dann wollte er zu seiner Knarre kriechen und uns abknallen. Natürlich haben wir auch Knarren. Dann haben wir gesagt, nee, Freund, so wird das nichts. Und dann kam der Geistspruch, würde ich dir nicht empfehlen. Dann kam Auto angebreddert und jetzt sind wir hier. Und gleich, darum speichere ich jetzt, kommt ein toller Kampf. Oh Mann, oh, die Uzi ist nicht von Nachteil, wenn er, ich will sie nicht verwenden. Und ich springe dumm rum, dass er mich nicht drauf trifft. Flachwichser. Hallo? Ja, wie also wenn ich jetzt Leben verliere, dann bin ich verarscht, ne? Dann fühle ich mich verarscht, meine ich natürlich. Weil in einer Cutscene kann ich ja nicht viel machen, ne? Wo bist du? Ah! Assi! Stirb, stirb, stirb! Ich habe was gehört. War es das langsam? Yay. Und ich habe nicht einmal Mutzi-Munition verschwendet. Hier ist anscheinend nichts. Komischerweise fährt der Typ da vorne erst weg, wenn ich auch ins Auto gestiegen bin. Weiß Herrgott, warum erwartet. Also natürlich, damit ich das Spiel gewinnen kann. Aber... Jetzt mal so rein realistisch betrachtet. Wieso sollte jemand, der fliehen möchte, darauf warten, dass der, vor dem er flieht, in sein Auto steigen kann? Was ist denn da oben? Da ist doch was. Hä? Ja, die Öffnung haben wir mal aus Spaß hingebaut. Ich habe nur noch eine Minute zum Spielen. Ich will noch alles einsammeln. Kotze hier. So. So. Toll, wie das leuchtet. Oh, ist das krass. Habt ihr das gesehen, wie viel das war? Ja, ich muss jetzt allerdings mit Spielen aufhören. Das nächste Mal steigen wir in das Auto und machen eine kleine rasante Tour. Bis zum nächsten Mal. Ciao.